So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Haben immer noch unseren wunderschönen kleinen Bot und unser tolles Geschütz. Waren wir da eigentlich schon drin? Da waren wir schon. Da war nämlich die Sicherheitskamera, die wir auf unsere Seite gezogen haben. Und dann machen wir mal diesen hier und hacken das auch noch. Okay. Es wurde übrigens an mich herangetragen, ich soll doch bitte lauter sprechen. Und vor allem nicht immer auf den Boden schauen, was mir gesagt ganz aufgefallen ist. Da könnt ihr ihn sehen. Unser Gegner, der, wie heißt der nochmal, Dr. Steinmann, genau. Den wir jetzt gleich besiegen müssen. Aber erst gucken wir um, ob wir noch irgendwas übersehen, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Nein, ich glaube, da müssten wir jetzt alles haben. Und deshalb stellen wir uns jetzt dem netten Chirurgen von nebenan. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Oh oh. Er ist hässlich. Hey. Hässlich. Hässlich. Selber hässlich, du Arsch. Hässlich. Oh. Ich hab's nicht so gemacht. Sieh dich an. Widerlich. Komm her. Gut. Oh. Ach, verdammt, ich hab das. Ja, ja. Scheißegal, lad einfach ewig nach. Wir haben jetzt auch keine Gendatenbank unterwegs gehabt, ne? Das heißt, wir können nicht einfach. Wir hätten nicht einfach unsere Gene tauschen können. Das läuft immer im Kreis, der blöde Arsch. Echt wahr. Komm her. Lass dich umbringen von mir. Komm. Das ist mir jetzt zu blöd. Gehst du bitte mal nicht einfach weg? Lässt du dich bitte in Ruhe von mir erschießen? Ich fände das voll super von dir. Hahaha. Richtig. Mhm. Das passiert nämlich, wenn. Wann so ein Arsch ist zu mir und mich hässlich nennt, du kleiner Mistkröte und so. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss deinen Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Oh. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ah. Ich glaube, das Bild hatten wir schon. Und da geht's noch weiter runter. Sondern hat sich da unten nicht geheilt, sondern nur hier oben. Haben wir hier noch irgendwas? Können wir ja nicht aufmachen. Tagebuch. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Wollen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ah, Steinmann, du kleiner Arsch. Dafür beklauen wir dich jetzt ordentlich. Du hast auch was Interessantes. Okay. Warum so viele Verbandskästen? Noch einer. Was glauben die denn, dass der halb sterbe, wenn ich versuche, den zu erledigen? Ja.
der hier, ne? Der klingt wie so eine unfassbar nervige Wespe. Aber eine sehr nützliche Wespe, wenn er mal zufällig das macht, was er tun soll. Okay. Da haben wir nichts mehr. Wisst ihr was? Ich gehe noch mal ganz kurz dahin. Oh, verdammt! Kommt runter. Oh. Vielleicht sollte ich meinem eigenen Geschütz aus dem Weg gehen. Tada. Ich glaube, ich muss sogar zurück, oder? Da war ich schon. Und tot. Nee, ich dachte, hier wäre vielleicht doch noch eine Datenbank. Aber das ist nicht der Fall. So, und der hat ja auch immer... Oh. Komm, wirf nochmal. Ich möchte das nicht machen. Ja, genau so. Ach, stimmt ja. Ich muss jetzt wieder dahin zurück, wo vorher der Sicherheitsalarm ausgelöst hat. Jetzt, wo du sagst, kann ich hier sonst auch nirgends lang. Kohle, deswegen hacken wir den. Oh, scheiße. Ja, ja, komm, wir suchen uns einen anderen Automaten. Oh. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Was war das denn? Flashback. Alter Falter, nein. Nein, ich will nicht. Nein, ich... Oh, scheiße, ich will nicht. Eine Little Sister. Die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Wir haben immer noch nicht erfahren, was Adam ist, ne? Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Mensch, halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ja. Kleines Zombie-Mädchen. Ich habe vorher schon drüber nachgedacht, was ich tue. Und ich tue das, was ich immer tue in diesem Spiel. Ich habe noch nie das... Ich glaube, es gibt drei Enden. Ja, okay, ich habe es kapiert. Ich glaube, es gibt drei Enden. Und ich habe bisher zwei gehabt. Und ich werde das dritte nicht haben. Ich werde das Beste, wie ich finde, haben.
Nein! 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 Danke. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Tschüss, Kleine. Ich muss jetzt in die Haier, Mr. Bubbles. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ja. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Tja, der Atlas möchte also, dass sie die kleinen Mädchen umbringen. Und wir haben ja gerade gesehen, sie ist wieder normal geworden. Sie hatte nicht mehr diese blutunterlaufenden, gelb glühenden Augen, sondern war wieder ein kleines Mädchen. Schmutziges kleines Mädchen, aber wieder ein kleines Mädchen. Und deswegen, ich werde die nicht ausbeuten. Das habe ich einmal gemacht und werde es nicht mehr machen. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tannenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Die Tannenbaum haben wir ja gerade auch schon kennengelernt in Persona. Ja. War auch mal eine ganz schön blöde Kuh, ne? Aber jetzt werden wir erstmal ein bisschen einkaufen. Was könnten wir denn brauchen? Zorn. Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Erhöht ihr Maximum, Eve. Maximale Gesundheit. Verbandskästen verleihen auch Eve. Ja, wir nehmen so selten Verbandskästen bisher. Verringert alle physischen Schäden. Das klingt einfach, ja. Oh, verdammt. Statische Entladung oder... Oh, verdammt. Ich finde das nützlicher. Okay. Ach, wir können noch mehr. Ah, da haben wir sogar noch einen frei. Okay. Dann war es das jetzt hier. Vielleicht nehmen wir in Zukunft öfter Verbandskästen, das ist nicht ausgeschlossen. Und ihr seht ja, wie viel Eve-Spritzen wir haben, deswegen ist es immer gut, wenn man noch was in Reserve hat. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ich dachte, ich habe gerade oh nein, nein, nein geschrien vorher oder gerufen, weil ich dachte, wir müssen jetzt gegen so einen Big Daddy kämpfen. Da. Ich weiß, dass der jetzt... irgendwann mal noch kommen müsste, wenn ich das richtig weiß. Oder ich glaube schon. Ups. Stürme. Ich störe dich so viel ich will. Wo ist heil dich? Hier mal Bomben hinterlassen, die blöden Dinger. Oh nein, er hat mein Geschütz. Fuck. Zeit für dich ist, mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Ich wusste es. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Oh, ich wusste es. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Ich kann das nicht aussprechen. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, muss ich zuerst mit ihrem Big Daddy kümmern. Ja, wir speichern jetzt erstmal. Übrigens, hier unten können wir sehen, wie viele Gatherer in diesem Level noch vorhanden sind. Wie viele wir also retten und oder, nicht und oder, retten oder töten können. Und ich meine... wenn wir die Little Sisters ausbeuten, haben wir hier
ein anderes Symbol. Also das ist jetzt die, die wir gerettet haben. Die ist noch übrig. Und ich glaube, wenn man sie ausbeutet, ist dann ein anderes Symbol. Aber es ist schon ewig her, dass ich das gemacht habe. So. Panzerbrechende Pistolenkugeln. Haben wir auch panzerbrechende MG-Munition? Nee. Oh Gott. Oh, ich will nicht. Oh, verdammt, ich möchte nicht. Telekinese brauchen wir nicht, wir brauchen. Wir speichern nochmal. Die sind, glaube ich, gar nicht so furchtbar. Also, die sind schon stark, aber ja. Ich habe einfach Angst vor denen. Das ist das Problem. Nach all der Zeit habe ich immer noch Angst vor denen. Oh, fuck, ja, genau. Genau deswegen. Oh, fuck. Verdammt. Ha, lass mich in Ruhe. Die... Nein! Was? Was habe ich gemacht? Hä? Ach so, ja, genau. Ich wusste. Oh, der ist immer noch unterwegs. Ich habe, glaube ich, auch einfach die panzerbrechenden Kugeln nehmen sollen. Ja, wir kriegen dich trotzdem. Wo ist er denn? Ach, genau, wir sind hier. Wir müssen da, glaube ich, lang. Unten, genau, wir sind unten. Da gibt es doch noch so einen Weg. Haben wir nicht gehackt. Das machen wir mal kurz, damit wir ein paar Spritzen kaufen können. Kasten. Ja, komm. Ist wurscht. Wir speichern nochmal. Oh Gott, nachdem wir unser ganzes Geld ausgegeben haben, ist mir jetzt wurscht. Ich möchte ja eigentlich gar nicht mit dem kämpfen, weil ich so Schiss vor dem habe. Ah, oh, geh weg! Lass mich doch in Ruhe. Ich bin nicht so gut im Ausweichen, tut mir leid. Jetzt aber. Ich bin so schlecht. Es tut mir so leid. So. Jetzt machen wir genau dasselbe. Auch wenn es euch langweilig vorkommt. Oh Gott. Danke, Mister. Tschüss, Panzer. Danke. Lauf, Kleine, lauf in die Sicherheit. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Können wir... Ach, das sind wir hergekommen, genau. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit Boah, das kann man eigentlich noch schlechter sein als ich? Ich glaube nicht. Ah, ist jetzt egal. Gut. Der Altruismus. Schaue ich jetzt öfter nach oben? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich versuche es jetzt aktiv so zu machen.
Oh, guck mal, wir haben hier Kartoffelchips bekommen. Super. Danke, Automat. Hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Okay. Manche von den Bouncern heißen auch anders. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie irgendwie. So einen weiblichen Namen, glaube ich, haben die. Da haben wir auch keins mehr. Ich dachte, wir hätten hier irgendwie noch was liegen lassen. So einen Verbandskasten oder so. Aber das ist anscheinend nicht der Fall.